Hallo und herzlich willkommen zur Videoanalyse des Tages. Es geht um Aussie bzw. den australischen Dollar gegen den US-Dollar. Wir sind in der ganzen Short-Bewegung hier ziemlich weiter. Wir haben ja diese 0,92 durchbrochen, dann die 0,90, die 0,86 bzw. 0,85 war kein großes Problem. Auch die 0,83 bzw. 0,8220, was hier nochmal ein Target war, da dieses markante Hoch in dem Bereich und ja, diese Zwischenzone hier im Bereich des Monats 237er bzw. 200er IMA hat er mühelos durchschossen. Momentan konsolidieren wir ein wenig, dazu gleich mehr. Das nächste Target für heute wäre definitiv der S3. Das zeige ich gleich nochmal im Detail, beziehungsweise möchte ich mir vor den Feiertagen jetzt noch hier diese 0,7930 bzw. 0,80 sichern. Das sind diese Zone der markanten Hochs. Ich markiere das Ganze mal wieder. In dem Bereich, dann haben wir hier noch ein Hoch, hier noch eins. Auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Unterstützungszone, die er mal antesten sollte, hier in dem Bereich. Da treffen wir auch auf das 50er Retracement dieser gesamten Aufwärtsbewegung aus dem Monatschart. Und diese Trendlinie, die sehr, sehr gut zu projizieren ist, beziehungsweise sich immer wieder gut überschneidet mit markanten Hochs und Tiefs in diesem bestimmten Winkel, ja, von hier oben. Das findet uns hier auch, beziehungsweise findet sich hier das Target auch in dieser Zone. Das Ganze jetzt mal aus dem H4-Chart betrachtet, ja, sagt uns jetzt gerade wenig, aber sobald wir in den M30-Chart beziehungsweise in den H1-Chart gehen, sehen wir hier mehr. Und zwar befindet sich an diesem Punkt gerade eine Art Wimpelformation, die es jetzt natürlich gilt, Short durchzubrechen. Also hier konsolidiert er gerade. Das Hoch hatte er bei den 0,82, hat er nochmal angetestet, ist dann immer wieder hoch und da fragt man sich natürlich, ja, was macht er hier eigentlich? Man könnte natürlich auch diese Trendlinie hier zeichnen, die er, ja, und könnte davon sprechen, dass das eine schräge SKS ist, hier der Kopf, hier der linke Schulter, hier rechte Schulter, aber das ist, denke ich, lehnt man sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster, denn wir hatten ja hier keinen wirklichen Aufwärtstrend, der dann eine SKS vermuten lässt zur Trendumkehr. Dennoch wurde diese Trendlinie, diese sehr markante Trendlinie gebrochen und dann auch relativ dynamisch durch die Durchkreuzung dieser ganzen H1 IMAs angetestet, aber sehr, sehr schnell hat er ja auch wieder Short durchgezogen. Wenn wir ein bisschen näher ranzoomen, dann findet sich hier auch gerade eine Art Umkehrformation statt, ja, in Form dieses Evening Doji Star am H1 sollte jetzt nicht den großen Hinweis geben, da wir uns hier, wie gesagt, bloß im H1 Chart befinden und der mehr oder weniger nur als Indikator dient. Aber auf jeden Fall ist hier die Short-Richtung definitiv zu bevorzugen, auf jeden Fall. Und wenn wir die Pivot Points einblenden, dann befinden wir uns, wie gesagt, hier gerade am Daily Pivot Point. Hier spielt er ein bisschen rum, auf jeden Fall eine entscheidende Zone, so wie es aussieht. Sollte er hier Long durchbrechen, was jetzt nicht unbedingt zu vermuten wäre, dann wäre das natürlich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen für die Shorts, denn wir hätten auch diese markante Trendlinie aus dem Abwärtstrend gebrochen. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwer zu zeichnen, beziehungsweise kann man die auch, ja, leicht verändert zeichnen. Auf jeden Fall hier eine Clusterzone, die sofort ins Auge fällt im Bereich dieses Monats-Pivot-Point, beziehungsweise wo er hier getestet hat. Und sollte er hier long durchbrechen, dann haben wir natürlich hier erstmal den Widerstand bei den 0,82 nochmal. Aber ja, dann als nächstes hier, jetzt trifft er immer wieder auf Widerstände bei 0,8250, spätestens bei den 0,83, auf jeden Fall eine runde Zahl. Und ja, dann kommt hier im H4 auch der 50er IMA, das ist sehr, 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 sehr markante Zone, sehr, sehr wichtige Zone, die hier nicht long gebrochen werden sollte, sondern was bevorzugt wird, ist der Short-Ausbruch aus dieser Wimpelformation. Auf jeden Fall, das Target unten ist schon erkennbar. Ja, hier letztendlich möchte ich es vor den Feiertagen nochmal sehen, beziehungsweise Ende dieses Jahres. Heute vielleicht maximal der S3 auf jeden Fall. Letztendlich auch zu berechnen aus diesem Abwärtstrend, beziehungsweise ab diesem Abwärtstrend diese Entfernung hochgerechnet, beziehungsweise auf diesen Ausbruch projiziert, auf den möglichen Ausbruch, beziehungsweise auf diese mögliche untere Trendlinie, führt uns dann im Bereich des S3 bis zu 0,80, je nachdem welches hier als Berechnungsmethode hinzuzieht. Aber ich denke, jedem ersichtlich ist ja auf jeden Fall diese Art Wimpelformation
und mit dieser markanten Trendlinie. Und sollte er jetzt auch hier nochmal hochkommen, dann würde ich auch hier nochmal nachkaufen, auf jeden Fall, denn wir können hier mit engen Stops arbeiten. Ob ich jetzt direkt hier über dem R1 stoppen möchte, ist natürlich verlockend hier mit 13 Pip. Auf jeden Fall kann man eine schön große Position aufbauen, aber lassen wir es mal einen kleinen Fehlausbruch beispielsweise sein, dann würde ich doch lieber den über diesen markanten Hochs über den 0,82 stoppen, beziehungsweise vielleicht sogar noch weiter höher, hat man da vielleicht die 50, 60, 70 Pip, aber ja, man hat ja auch eine gute Chance hier, auf jeden Fall. Aber hier mit engem Stop auch zu arbeiten und hier rauszufliegen, vielleicht nur mit einer halben Positionsgröße, dann hat man auf jeden Fall hier zu diesen 13 Pip. Ja, rechnen wir nur bis zum S3 haben wir hier schon diese 90 Pip, also auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr gutes CRV. Innerhalb dieser Formation jetzt hier noch irgendetwas rein zu interpretieren, ist schwierig, meiner Meinung nach. Man könnte natürlich auch hier noch eine Trendlinie ziehen, ja, und könnte das Ganze dann hochprojizieren auf diese Höhe. Da befindet er sich jetzt schon am Hoch, müsste jetzt langsam mal drehen, aber das ist mir alles zu heikel, gerade weil wir uns hier im M15-Chart befinden, beziehungsweise im M15-Timeframe. Und wenn wir das uns hier anschauen, ist das ein einziges Gemurkse hier hin und her durch die Trendlinien. Wirklich was zu traden ist hier nicht. Im M5 könnte man mal schauen, aber ja, kurze Bewegung, wie soll man da Targets finden? Wann soll man wissen, wann gut ist? Ja, wenn man hier beispielsweise unter dem 200er im M5 in Kombination mit diesem 10er im M5 sich reinkauft auf die Short-Seite und dann hier runter tradet, beispielsweise den Stop legt man hinter den 34er oder hinter den 20er IME, ja, was soll man hier für ein CRV sich berechnen? Ja, hier waren wir wenn wir hier mit dem 20er gehen, wir haben hier noch 5 Pips draußen. Ist für mich jetzt sinnlos. Wir wissen, dass hier ein übergeordneter Abwärtstrend stattfindet und dementsprechend würde ich es auch in den übergeordneten Timeframes traden. Das wäre für mich die rentabelste Variante, beziehungsweise die am sinnvollsten erscheint. Bei den 0,80, beziehungsweise hier in diesem ganzen Bereich, sollte er mal ein wenig Reaktion zeigen, möglicherweise auch in die Long-Richtung, zumindest auf kleiner Ebene, ja, aber wir haben hier so eine markante Unterstützung. Sollte er hier wahnsinnig schnell Short durchbrechen, dann habe ich so ein bisschen meine Probleme, wo man den neuen Einstieg sucht, denn wenn er so schnell durchrasselt und der mögliche Test hier erfolgen sollte, dann bin ich mir unsicher, ob er nicht doch aufgrund dieses schnellen, glatten Durchschusses dann doch etwas stärker sich wiederholt. Also ich würde mir hier eine langsame Bewegung dann gut vorstellen, beziehungsweise ja auch der Test der möglichen durchbrochenen Linie hier in dem Bereich dann in Form einer bearischen Flagge oder sowas. Das würde mir gefallen, das wäre einfach das, was am entspanntesten zu traden wäre, aber wir wissen ja, der Markt, der richtet sich nicht immer so nach unseren Wünschen unbedingt. Ich mache nochmal schnell diese Ellipse hier raus. So. Jetzt sieht man das Ganze besser. Was da natürlich als nächstes im Fokus steht, sollte er diese markante Linie hier brechen. Wir haben hier immer mal einige kleine Unterstützungen, aber nichts in diesem Kaliber hier, bei den 0,80. Beispielsweise hier dieses 61,8er Retracement, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, denn hier stoßen wir auch wieder auf mehrere. Wenn ich das hier mal. Oh, jetzt kopiere ich mir hier gerade die Horizontallinie, das war nicht der Plan. Schon wieder. Kleinen Moment. Jetzt habe ich den Wicht. So haben wieder hier sehr, sehr markante Zonen, die dann als nächstes Target, ich mache das mal grob hier auf der linken Seite, die dann als nächstes Target mittel- bis langfristig auf jeden Fall im Fokus stehen sollten. Das sind, selbst wenn man hier beim Retest dieser Zone einsteigt, sind es nochmal 700 Pip, grob gesagt, reichlich in Kombination mit dieser markanten aufsteigenden Monatstrendlinie. Auch eine interessante Zone. Hier haben wir auch wieder die 0,71. 80 bis in den Bereich, ja, ich würde vielleicht sogar hier bis zu diesen Spikes gehen, die 0,7050, ah, sowas könnte man schon mal eine Horizontallinie bzw. zwei hier einzeichnen, einfach mal, um später darauf zugreifen zu können, wenn man sich mittel- bis langfristig orientiert. Was noch interessant wäre, da wir aus diesem Trendkanal ausgebrochen sind, den könnte man auch noch ein bisschen, ja, wenn man danach gehen möchte, hier noch nachzeichnen, auch möglich. Dann bewegen sich hier langsam aber sicher die Wochen-IMAs runter.
Wir haben gesehen, wenn wir hier mal auf den 10er bzw. 13er im Wochen-EMA drauf getroffen sind, dann gab es hier einen schönen Abwärtsschub, den man wunderbar traden konnte. Hier in dem Bereich sind wir schon um die 650 Pip runtergerasselt. Sehr, sehr interessant. Deshalb ein Abpraller an dieser Stelle. Ja, ich kann da die, ich nehme mal die Pivots nochmal raus. An dieser Stelle in dem Bereich. Nochmal an diese gebrochene Zone hier. Auf jeden Fall sehr interessant. Wenn man sich das Ganze hier markieren möchte. Wochen-EMA 10er kommt hier runter. Wird sicherlich jetzt kommt er ziemlich steil runter, sollte er hier aber sich erholen in dem Bereich, wird es ihn ein bisschen in Richtung 3 Uhr drücken, diesen Wochen-EMA. Und dann finden wir uns vielleicht hier im Bereich der 0,83, schöne Zone, um hier nochmal, ja, was haben wir hier Anfang Februar? Schöne Zone, um hier nochmal zu testen das Ganze. Wir haben hier auch markante, können wir es wieder mit der Ellipse markieren. Ja, wenn man das hier auf diese überträgt, haben wir hier auf jeden Fall auch eine interessante Zone, schon weil es die runde Zahl ist und weil wir natürlich hier diese Hochs und Tiefs haben, auf jeden Fall interessant. Es könnte aber eine sehr, sehr holprige Longfahrt werden, falls man sich hier wirklich einkaufen wollte, denn wir haben hier immer wieder diese Spikes, die für Widerstand sorgen und ich würde hier definitiv diese Zeit abwarten. Sollte er hier Short durchbrechen, dann natürlich den, ich kann das nochmal anzeichnen hier, Short-Durchbruch, dann den Test an dieser Zone. Das wäre dann interessant, um hier Short einzusteigen. Und wenn er hier erstmal korrigiert, beziehungsweise sich erholt, wäre es er in dem Fall, dann würde ich mir hier am Wochen-EMA 10er wieder ein schönes Sell-Limit setzen und dann sollte er letztendlich wieder ein Target erreichen. Und wenn er das hier trifft, ja, dann haben wir schöne, was sind das hier? 1100, so, circa 1200 Pip. Selbst mit einer kleinen Position lohnt sich das schon. Wenn man natürlich hier eine Zeit ausmachen möchte, wann der das erreicht, schwierig. Da kann man wieder in die Glaskugel schauen und hier alle möglichen Trendlinien zeichnen, wo er hier auf Widerstand stößt, beziehungsweise auch vielleicht diese Linie wieder nehmen. Aber wo soll ich die hier einzeichnen? Das ist de facto unmöglich. Also ich will mir da kein Zeitlimit setzen lassen. Das ist einfach das nächste, was Sinn machen würde, die 0,072 hier oder was das ist. Also sehr, würde einfach Sinn machen. Auch diese Zwischenhochs könnte man nehmen hier im Bereich der 0,75. Als erstes mittelfristiges Target, beziehungsweise die dazugehörigen Schlusskurse und Spikes hier in dem Bereich. Also auch eine Zone, die man sich merken kann, wenn man jetzt nicht ewig investiert sein sollte. Aber selbst dafür, ja, wenn man es korrekt tradet nach einem Plan, dann sind es auch hier so diese 800, 900 Pip, die man sich hier holen kann. Auf jeden Fall sehr interessant. Mit den Worten möchte ich mich eigentlich jetzt auch verabschieden hier von der Videoanalyse des Tages. Es ist momentan alles gesagt, was jetzt Sinn macht zu diesem Trade. Wir können mal schauen, nochmal schnell in den H1. Ja, er konsolidiert hier, beziehungsweise hält sich immer noch an diesem Daily Pivot Point auf bei den 0,8150, 0,8160. Interessante Zone hier auch der H1,50er. Man könnte natürlich auch spekulativ hier schon shorten, wenn man nicht erst hier diese Bewegung abwarten möchte. Aber was spart man hier zu einem Risiko? Ja, spart man hier die 20, 23 Pip? Möglicherweise hier, könnte er in Kombination mit dieser Abwärtstrendlinie sich, wenn man diesen kurzfristigen bzw. mittelfristigen Abwärtstrend hier mit dieser Trendlinie markiert, hätte man beispielsweise in diesem Bereich dann eine Zone, die sich für einen Retest eignen würde. Ja, hier in dem Bereich. Und am besten das Szenario wäre jetzt, wenn er hier ausbricht, dann langsam hier eine bearische Flagge oder sowas bildet, wo man dann hier sich die Pending reinsetzen könnte. Denn man hat hier auch in Kombination diese Tiefs, diese Zone im Bereich der 0,8140 bis hin zu den, ja, was könnte man hier nehmen als ersten Einstieg, die 0,8170, diese Zone hier, eine Spanne von 15 Pips circa. Die Stops dann, wie gesagt, entweder über den 0,82 mit 70 Pip oder über diese Zwischenhochs, auch möglich, ja, 40 Pip. Das ist noch alles vertretbar, denke ich. Wer es ganz spekulativ möchte, kann natürlich ja auch diese wimpelinternen Hochs nehmen. Da kann man noch enger stoppen hier mit 20 Pip, aber jeden selbst überlassen, wie er das dann
handelt. Ich wünsche viel Erfolg bei dem Setup, einen weiteren schönen Trading-Tag und ja, ich sage das jetzt in jedem Video ab heute am besten. Wer jetzt bis Weihnachten sich nicht nochmal ein Video anschaut, dem wünsche ich schon frohe Weihnachten. Ansonsten kommen noch andere Videos. Schönen Tag noch, der Peter sagt Tschüss.